Ja, schön, dass du mit eingeschaltet hast. Heute geht es natürlich wieder um die Kupplung. Diesmal geht es aber nicht um den Nehmerzylinder, sondern um den Geberzylinder. Ich muss erstmal einiges wegbauen, weil hier geht es um einen Hyundai. Hier habe ich oben drauf jetzt nochmal so ein Blech gehabt, wo der Scheibenwischermotor mit drin war und so. Das habe ich jetzt rausgebaut, um überhaupt mit der Hand hier hingreifen zu können, weil hier nämlich genau der Scheibenwischermotor war. Das haben die wieder sehr perfekt gelöst. Ja, man muss halt immer wie immer halt irgendwas ausbauen, um irgendwo ranzukommen. Wenn du Glück hast, musst du gar nichts mehr bauen, kommst du so hin. Das hier ist der Geberzylinder. Der hat jetzt hier oben drauf den Schlauch, der vom Bremsflüssigkeitsbehälter geht. Geht oben drauf, um das Ganze zu versorgen, mit ausreichend Bremsflüssigkeit. Der hat hier oben drauf gesessen. Hier haben wir noch so ein internes Sieb mit drauf. Und hier seitlich die Bremsflüssigkeitsleitung, die geht runter direkt auf den Nehmerzylinder. So, das habe ich jetzt hier abgeschraubt. Da ist natürlich auch kein Öl nichts rausgekommen. Ja, der ist kaputt, der schwitzt unten drin. Ja, und jetzt haben wir die Schrauben noch innen drin, haben wir noch so zwei Zehner oder drei Zehner, je nachdem. Die machen wir jetzt noch ab, hängen am Kupplungspedal den aus und dann können wir den hier schon rausziehen. Also der Grund, warum ich das jetzt rausbaue, und hier ist eine Manschette, so eine Haube, und die hat hier schon, war hier schon nass. Ja, und dann habe ich es abgezogen. Ja, komm. Ach komm schon. Jetzt. So. Und da sieht man schon, mein Finger glänzt hier schon wie Speckschwarte. Da ist richtig Öl drin. Und hier sieht man dann auch, wenn man oben halt gedrückt hat, ja, ähnlich wie bei meinem Nehmerzylinder, auch hier so leicht schwitzt angefangen. Nur, dass hier schon wirklich, ich will nicht sagen Tropfen hingen hier, aber es hat hier schon ziemlich krass geschwitzt. So, und das war für mich natürlich dann logisch. Dann kannst du entlüften wie ein Weltmeister. Du kriegst das System einfach nicht dicht. Das ist einfach so. Wir müssen jetzt hier den Sicherungsring runter. Zack. Okay, den finden wir auf jeden Fall wieder. Das Ding auch weg. Merken, wie es zusammengebaut war. Das Ding rausgezettelt. Plack. So fest wurde das jetzt gar nicht geschraubt. Ja. So, Freunde. Ach, jetzt, Gott sei Dank. So. Und jetzt? Jawohl. Ziehen wir den hier raus auf der anderen Seite. Und fertig ist das Ding. Ja, Freunde, der neue Geberzylinder ist da. Jetzt machen wir mal kurz ein Unboxing. Das muss reichen. Ja, jetzt müssen wir natürlich die Bauteile hier noch vergleichen. Sonst kriegen wir Probleme mit den Anschlüssen. Und wie man sieht, ist das ideal. Wir haben hier die Schraubverbindung mit der Leitung, die runter geht zum Zylinder, zum Nehmerzylinder. Und hier oben die Versorgung vom Bremsflüssigkeitsbehälter. So, da ist natürlich auch so eine kleine Dichtung dabei. Also die hängt da schon mit dran. Also einfach rein und dann ziehen wir das erstmal fest. Wieder unten am Pedal hängt das Pedal wieder ein. Und dann machen wir hier draußen die Leitung fest. Und den Schlauch machen wir dann an den Bremsflüssigkeitsbehälter. Und den alten Schlauch ziehen wir hier ab. Weil wenn wir schon einen neuen Schlauch dabei haben, dann würde ich den auch gleich mitverwenden. So, jetzt sind wir wieder da, wo es ziemlich eng ist. Dass man das wieder leicht drehen, dass wir das wieder reinkriegen, weil das muss ja letztendlich wieder in die Kupplung. So, lassen wir das jetzt, weil den Rest muss man dann mit der Kupplung drücken. Jetzt schraubt man das aber erstmal fest. Wenn man da ein bisschen Ranzen dran hat, ne, wird es sehr eng. Ne? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht gerade der sportlichste Athlet und das merkt man halt gleich nicht. Das ist halt schon sehr, sehr eng. Da, wenn ich den Sitz rausgebaut hätte, hätte ich ein bisschen mehr Platz gehabt. Aber der steht schon ganz hinten. Die Schrauben wieder, wenn man jetzt sieht, das sieht, man sieht so, die haben Abdrücke, dass die Mutter genau wieder da ist, wo sie war, weil das hat mit der Stellung zu tun von dem Kupplungspedal. Okay, gut, das war's also. Gut, jetzt können wir das Kupplungspedal langsam runterdrücken. Und jetzt gar nicht den Bolzen wieder reinmachen. Ja. Zack. Da drinnen. Okay. Ah, klack. So. Nochmal dran ziehen, dass wir wissen, dass es safe ist, dass es nicht abkriegen kann aus Versehen. Dann ist das gut. Ja. So. Jetzt drehe ich das Ganze mal nach oben rum. So dass er, falls hier der Haken nicht hundertprozentig ist, dass er nicht rausfallen kann. Und dann ist es gut. Also wir drücken aber jetzt das Kupplung noch nicht rein.
weil hier ist noch kein Öl drin und wir wollen die Dichtung jetzt auch nicht beschädigen, weil das Öl hat ja auch eine leicht schmierende Bewegung. Und deswegen drücke ich jetzt das erstmal nicht rein, ja, sondern wir tun das erstmal entlüften. Also das ist jetzt soweit fertig. Und jetzt klemmen wir außen die Leitung an und dann geht's weiter. Jetzt ziehe ich diesen Böppel da weg, den weißen. Hätte man natürlich erst machen können, aber ich wollte halt, ja, man hätte das natürlich erst machen können. Aber es könnte ja sein, dass irgendwas reinfliegt, deswegen mache ich es auch jetzt. Ist jetzt auch nicht weiter tragisch. So, und jetzt machen wir hier die Leitung wieder rein. Zack. Ich muss jetzt in diesen Leitungskanal, der hier jetzt drin war, den musste ich auch noch rausmachen, um überhaupt da hinten reinzukommen. Jetzt habe ich das leicht angeheftet. Ja, da müssen wir nämlich auch aufpassen, dass wir hier das Gewinde nicht zerstören. Also wir müssen hier schon gerade drauf gehen. Also nicht mit Gewalt das Ding reindrehen, sondern die ersten zwei, drei Gewindedrehungen müssen hier passen, so wie jetzt hier. Ja, und dann würde ich noch empfehlen, hier diese Dinger, ne, die waren nämlich vorhin hier oder hier war es. Ne, und ich bin hier unten rein. Um die Leitung wollte ich einfach, weil die sich verkantet hat, das wollte ich einfach so halten, dass das gerade, weil wir müssen hier gerade drauf und das ist ganz einfach, weil wir hier nicht so viel Platz haben. Wir können uns hier nicht so bewegen. Ja, und dann haben wir natürlich hier dementsprechend, ne, haben wir bald einen Ranzen wieder aufgerissen hier. Vor diesen ganzen Klammern. Ja, es halt, bleibt halt nicht aus. Ne. Jetzt haben wir das angeheftet, jetzt mache ich das fest. Und dann den Schlauch noch. Hier merkt man dann auch, falls ihr nicht richtig drauf habt, falls es nicht richtig angeheftet hat, würde das jetzt hier schwergängig sein. Und dann auf keinen Fall weiter drehen, sondern wieder zurück und nochmal neu auf. Weil sonst macht er das kaputt, das Gewinde kaputt und dann könnt ihr wieder neuen Gewehrzylinder verwenden. Beziehungsweise hier sogar eine neue Leitung, wenn ihr Pech habt. Deswegen müssen wir hier besonders behutsam vorgehen. Natürlich geht die Leitung natürlich jetzt nicht unten direkt auf den Geberzylinder, auf den Nehmerzylinder, sondern es ist unten dann ein Schlauch dran und da geht dann ein Schlauch direkt drauf. Weil sonst ist ja klar, weil das hier ist eine feste Verbindung an der Spritzwand, quasi kann man sagen, mit dem Rahmen verbunden alles und der Motor selber wackelt ja und deswegen kann man da keine starre Leitung verbauen. Die würde dann mit der Zeit brechen durch Materialermüdung. Deswegen macht man das hier so, dass man da mit der Leitung runter geht und dann unten kurz vor dem Nehmerzylinder geht dann Schlauch drauf und der geht dann, der sich dann bewegen kann. Bevor wir das jetzt endgültig festschrauben, kontrollieren wir natürlich nochmal die Leitung, fassen die Leitung nochmal an und bewegen die, dass sie sich noch bewegen lässt, dass wir hier sicherstellen können, dass sie nicht auf Spannung steht. Ja? Und die bewegt sich schön, also man merkt, es ist mittig und dann können wir das jetzt festziehen. Gut, das reicht. So, jetzt machen wir erstmal den Schlauch noch fest hier. Das heißt, den anderen raus, den neuen drauf. So, was ich jetzt noch sagen wollte, ist natürlich, wenn wir jetzt hier den Schlauch hier abmachen, dass wir hier unten was drunter legen, weil dann läuft hier Bremsflüssigkeit raus, dass das ein bisschen aufgefangen wird. Ja? Also es muss nahtlos sein. Also ich mache jetzt die Klemme los, schiebe ich erstmal hier rüber, weil die brauchen wir erstmal nicht so. Dann schiebe ich die dahin und erst dann versuche ich den Schlauch loszumachen, sodass den schnell abziehen und den gleich drauf stecken kann, weil sonst läuft hier zu viel Bremsflüssigkeit weg, hier keine Angst, die Bremsflüssigkeit, hier der Ausgang ist für die Kupplung und hier unten ist für die Bremse, also es ist jetzt so, dass er nicht leer laufen kann, also es läuft nur so weit leer, wie eben hier der Stutzen ist, die Bremse ist davon nicht betroffen. Ja, ich weiß, für diese Klammern gibt es natürlich auch Spezialwerkzeug. Das geht natürlich mit der Wasserpumpenzange oder Rohrzange. Geht das natürlich genauso gut. Kommt ja immer auf die Größe drauf an. Aber wenn du so kleine Klammern hast, kannst du das ruhig mit der Wasserpumpenzange machen. Wenn du natürlich das Werkzeug hast, kannst du natürlich das auch mit dem Werkzeug machen. Hier gibt es noch was zu beachten. Der Schlauch hier, ja, der darf nicht auf Spannung sein. Der muss schön, so wie er, das ist ja ein Formschlauch. Ja, und dieser Schlauch muss genau so, wie der hier läuft, also es darf nicht verdreht sein, weil sonst habt ihr hier Spannung drin in dem Schlauch. Und dann, ja, wenn er dann porös wird, kann der auch brechen und so. Und deswegen ist es immer besser, wenn der Form, so wie der geformt ist, so auch verbaut wird ohne Spannung. Jetzt geht es natürlich darum zu entlüften, weil wir haben ja Luft im System, die Kupplung funktioniert jetzt so nicht. Da habe ich nur schon ein paar Videos von gemacht, wie man entlüften tut.
Einmal, wenn man alleine ist. Also ich glaube, ich habe 3 oder 4 Videos habe ich gemacht zum Entlüften. Wie man zu zweit entlüftet, wenn wir zu zweit sind. Also quasi einer sitzt am Steuer und dreht das Kupplungspedal und der andere sitzt hier oder steht hier vor einem Entnehmerzylinder und öffnet dann eben die Entlüftungsschraube. Und das geht halt immer hin und her. Genaueres dazu findet ihr natürlich in diesem Video. Und das Video tue ich euch jetzt hier oben verlinken. Oder unten in der Videobeschreibung packe ich euch die Links mit rein. Und dann könnt ihr euch das ansehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, was natürlich durchaus sein kann, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Das hat natürlich auch einen Vorteil, es hat eigentlich 2 Vorteile. Einmal könnt ihr mich ein bisschen supporten. Ich freue mich natürlich darüber, dass meine Reichweite dadurch größer wird. Und natürlich auch ist das ein Vorteil für euch, weil ihr könnt dann einfach kein Video mehr verpassen von mir. Voraussetzung dazu ist natürlich, dass ihr auch die Glocke aktiviert, ja, und auf alle Benachrichtigungen dann klickt. So, und dann seid ihr bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Manchmal ist es auch komisch, ich mache nicht immer nur Autosachen, sondern ich repariere auch mal eine Waschmaschine oder einen Trockner oder eine Kaffeemaschine. Ja, es ist halt immer so, es wäre halt am schönsten, wäre es halt, wenn man bei YouTube die Playlisten abonnieren könnte und nicht den Kanal selber, sondern die Playlisten, weil ich habe ja Playlists für Kaffeemaschinen, also Haushaltsgeräte, ja, und da zählt natürlich das Auto nicht dazu, logisch, ne? Und dann habe ich auch wieder Playlisten für Autoreparaturen, Tipps und so Sachen. Fahrzeugpflege, das ist eine extra Rubrik. Und ja, ich kann ja schon verstehen, dass einer dann mich abonniert wegen einer Kaffeemaschine und dann plötzlich kommt ein neues Video raus, wo ich einen Zylinder wechsle, einen Geberzylinder wechsle oder Nehmerzylinder oder was auch immer, dass der mich dann wieder abonniert, weil es einfach nicht sein Interessengebiet ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wir sehen uns. Tschüss.